Zunge brennt, die Nase läuft, die Augen tränen. Die Geschmacksnerven sind restlos überfordert. Was treibt ansonsten normale Menschen dazu, Pfefferschoten zu essen? Amal Nah, Reporter des Wall Street Journals, geht während seiner Reise auf der Spuren der scharfen Schoten nicht nur dieser Frage nach. Er erkundet die aphrodisische Wirkung von Chilis, entdeckt den schärfsten Pfeffer der Welt und begibt sich in die Wirren des amerikanischen Tabasco-Krieges. Hallo Chili-Freunde, das war jetzt gerade der Rückentext von Scharfe Sachen, Reisen, wo der Pfeffer wächst. Das Buch stelle ich euch heute mal ganz kurz vor. Worum geht es in diesem Buch? Wenn man natürlich den Titel hört, Scharfe Sachen, Reisen, wo der Pfeffer wächst, denkt man sich ja erstmal, ja gut, es geht um Pfeffer. Tatsächlich, es ist eine Übersetzung aus dem Englischen und die haben das halt ganz großzügig regelmäßig mit Pfeffer, Pfefferschoten und Co. übersetzt, eben statt mit Chilis, wie man heute eben eher in unserem Sprachgebrauch das machen würde, beziehungsweise wie wir es eben eher häufiger nutzen. Nichtsdestotrotz, vom Rückentext her bekommt man ja schon mit, es geht schon um Chilis, es geht um die schärfste Pfeffer der Welt, also der schärfste Chili der Welt, Tabasco-Krieg und Co. Das Ganze sind Reiseerzählungen von dem Autor, der ist gebürtiger Inder, früh in seinem Leben war eigentlich nicht überzeugt von Chilis. In dem Chili-Beet seiner Oma waren immer die Schlangen drin in Indien, deswegen war er immer etwas abgeschreckt. Tatsächlich hat er dann, während er studiert hat, ist er auf den Geschmack gekommen und so intensiv der Chili verfallen, wie wahrscheinlich viele von uns, dass er eben ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, wie er durch die Welt reist, an verschiedene Orte, die eben Chili belastet sind, sagen wir mal, und sich dann mit verschiedenen Menschen damit auseinandergesetzt, die sich eben auch mit dem Thema auseinandersetzen. Das Buch ist 1992 im Englischen erschienen und dann ins Deutsche übersetzt worden und erschienen 1995. Es ist schon lange außer Druck, das heißt, es gibt es nur noch gebraucht. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch mal Amazon, wo ihr die gebrauchte Ausgaben bekommen könnt oder eben auch Booklooker für die Leute, die kein Amazon mögen. Booklooker ist so eine Buchsuchmaschine, über die man dann eben auch verschiedene Anbieter finden kann, die eben gebrauchte Exemplare vorhalten. Lohnt sich das Buch für einen Chili-Freund zu lesen? Auf jeden Fall. Ich gehe mal ganz kurz für euch in das Inhaltsverzeichnis, damit ihr seht sozusagen, wie das aufgebaut ist von den Kapiteln her. Es gibt erst eine Einführung, die heißt, wie der Pfeffer seinen Biss bekam. Dann gibt es, wo der Pfeffer wächst, Dr. Pepper, Big Jim, die Jagd nach dem Urchili, kleine Chili-Heilkunde, Tabasco, der Soßenkrieg, der schärfste Chili der Welt, der Chili-Rausch und dann noch eine Danksagung und zum Schluss das Register. Und das Register ist sehr mächtig, sage ich mal, beziehungsweise sehr interessant, findet man sehr gut. Also werden Sorten aufgelistet, werden Leute aufgelistet. Sozusagen meine Lieblinge, die Rokotos, werden eben auch aufgelistet. Findet man was auf Seite 22, Seite 40, Seite 102 und Seite 120 dazu. Wie bereits erwähnt, ist halt eine deutsche Übersetzung und ab und zu Pfeffer, Chili ist da immer so eine fließende Begrifflichkeit, die manchmal auch nicht ganz so einfach zu erkennen ist. Wird jetzt wirklich über Pfeffer geredet oder wird jetzt wirklich über Chilis geredet? Nichtsdestotrotz ist es eben gesagt ein sehr, sehr gutes Buch. Kann ich jedem nur empfehlen. Und ich bin so überzeugt von dem Buch, dass ich es in der Vergangenheit immer ganz verschenkt habe. Und das würde ich jetzt in dem Fall hier auch machen. Ich habe hier nämlich 8 Exemplare liegen. Verschiedene Zustände. Jeder, der eins möchte, kann mir gerne eine E-Mail schreiben an alexander@chili-experte.eu. Ich nehme dieses Video am 5.2.2021 auf, also wenn ihr es Jahre später euch anschaut, sind die Bücher vermutlich schon vergriffen. Wenn ihr nichtsdestotrotz eins wollt, wie gesagt, die sind meistens gebraucht noch relativ günstig zu haben. Ich glaube, ich habe hier zwischen 1 und 3 Euro pro Exemplar bezahlt, die hier liegen. Ich habe auch schon, wie gesagt, Dutzende davon verschenkt.
Wie gesagt, ihr seid eingeladen, mir da eine E-Mail dazu zu schreiben. Würde mich freuen, auch wenn es ein paar Leute lesen und mir dann auch Feedback geben, wie ihnen das Buch gefällt. Freue mich natürlich auch über eure Kommentare, wie euch dieses Videoformat gefällt. In dem ersten Video habe ich euch gezeigt, wie viele Bücher hier rumliegen in Sachen Chilis, und meine Wunschliste mit noch mehr Chili-Literatur ist auch ungefähr genauso lang. Das heißt, da gibt es noch einiges in Zukunft. Deswegen gerne ein bisschen Rückmeldung geben. Ist das Format so gut? Soll ich das ein bisschen anders gestalten? Es wird sich bestimmt auch noch ein bisschen entwickeln. Vielleicht eben in Zukunft mit ein paar Bildern aus den Büchern, bessere Aufnahmen von den Covern oder ähnliches. Da müssen wir mal schauen, welche Richtung ich da mich weiterentwickle in Sachen YouTube-Videos. Ansonsten nochmal ganz kurz, vielleicht gerne auch ein bisschen Rückmeldung, ob der Ton jetzt annehmbar ist. Auch das wird sich weiterentwickeln. Da wird es irgendwann mal, ja, vielleicht ein gutes Ansteckmikrofon geben. Im Moment versuchen wir es mal so mit diesen, ja, Mickey-Maus-Ohren drauf und dem, also mit dem Headset. Das war's jetzt soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie immer, bleibt scharf.